Abschnitt waren 5, die Metamathematik ganz von unten. Also die Metamathematik von Hilbert und Gödel ist tief und sie kann unmöglich in wenigen Stunden erklärt werden, also schon gar nicht von mir. Übrigens scheint sie eine unwiderstehliche Anziehungskraft für Missverständnisse aller Art zu besitzen und teilt darin das Schicksal der Relativitätstheorie oder der Theorie der natürlichen Auslese. Zunächst und vor allem, was heißt hier wahr? Wenn die Mathematik eine Schöpfung des menschlichen Geistes ist, so könnte man doch meinen, dass ein Beweis das einzige Kriterium für die Wahrheit darstellt. Obwohl, dass die 17 eine Primzahl ist, das ist wohl wahr, auch ohne Beweis. Also als Philosophen wissen wir natürlich, wenn wir von Wahrheit reden, begeben wir uns auf ein Minenfeld. Was ist Wahrheit? Das hat schon Pontius Pilatus gefragt. Und Nietzsche, der keiner Provokation aus dem Weg gegangen ist, Nietzsche sah darin das einzige Wort im Neuen Testament, das von Wert war. Um zumindest ein teilweises Verständnis der Metamathematik zu erreichen, wollen wir zum einfachsten Teil der formalen Logik zurückkehren, also zur Aussagenlogik. Hier geht es um Aussagen, die wahr oder falsch sein können, die mittels logischer Junktoren verknüpft werden, also etwa mit dem und, mit dem oder mit dem nicht. Es erscheint uns heute völlig selbstverständlich, dass diese Junktoren mittels Wahrheitstafeln definiert werden. Lernt man schon in der Schule. Interessanterweise ist diese Methode aber erst seit etwa 100 Jahren in Gebrauch und eingeführt wurde sie von keinem Geringeren als Ludwig Wittgenstein in seinem berühmten Tractatus Logico Philosophicus. Da ist eine Wahrheitstafel. Also demnach ist A und B, geschrieben A und dann so ein Zack, B, das ist wahr, wenn sowohl A als auch B wahr sind. Und sonst ist es falsch. Und so weiter. Für A oder B, für A impliziert B und so fort. Es gibt 4 verschiedene Bewertungen von A und B mittels wahr und falsch. A und B können beide wahr sein oder A wahr und B falsch oder A falsch und B wahr oder beide A und B falsch. Und damit gibt es also 2 hoch 4 zweistellige Junktoren. Einige und vor allem die Implikation A Pfeil B, die wirken für Anfänger manchmal etwas irritierend. Die Implikation, die führt nach Definition immer zu einer wahren Aussage, es sei denn, A wäre wahr und B falsch. Das Irritierende rückt hier daher, dass man A Pfeil B ausspricht als aus A folgt B oder als wenn A, dann B. Und demzufolge ist es wahr, wenn ich sage, aus 2 mal 2 gleich 5 folgt, es regnet. So ist es wahr ganz gleich, ob es nun regnet oder nicht. Und wenn es zufällig regnen sollte, so ist die Aussage, aus 2 mal 2 gleich 4 folgt, dass es regnet, auch wahr. Also das Ganze scheint kurios, weil ja keinerlei kausaler Zusammenhang besteht. Diese Seite der Implikation war schon den Zeitgenossen des Aristoteles bekannt. Die Stoiker hatten auch eine rivalisierende Lehre der Logik. Und aus diesem Anlass kam es unter Stoikern zu einem Disput zwischen Diodorus und Philo, den aus der heutigen Sicht Philo gewann. Also seine Konvention hat sich durchgesetzt. Von jeder aussagenlogischen Formel, also jeder Verknüpfung von endlich vielen Aussagen A, B, C und so weiter, lässt sich mittels Wahrheitstafeln feststellen, für welche Bewertungen die Formel wahr ist, also für welche sie W ergibt und für welche nicht.
Hier etwa das Nicht-A ist genau dann wahr, wenn A falsch ist. Das nächste, aus Nicht-A folgt B, ist genau dann falsch, wenn Nicht-A wahr ist und B falsch. Aus A folgt Klammer, aus Nicht-A folgt B, ist nur dann falsch, wenn A wahr ist und Klammer, also aus Nicht-B, Nicht-A folgt B, falsch ist. Ja, das ist aber nie der Fall. Daher ist das, diese Aussage, die letzte Aussage in der Spalte, eine Tautologie. Ebenso, wenn A wahr ist und aus A folgt B wahr, dann ist B wahr. Das ist wieder eine Tautologie. Man überprüft es, indem man zuerst die innerste Klammer von dieser Aussage überprüft. Das ist also der Pfeil in der innersten Klammer A, Pfeil B, wann das wahr ist und wann das falsch ist. Und dann schaut man sich die nächste Klammer an, nämlich das, was unter dem Und-Zeichen steht, in der großen Klammer. A und, aus A folgt B. Und schließlich schaut man sich den gesamten Ausdruck an, also den Pfeil aus dieser Klammer, aus dem geklammerten Ausdruck, folgt B. Und da stellt sich heraus, da steht immer W, das ist also eine Tautologie. Wenn die Formel für jede denkbare Bewertung wahr ist, dann nennt man sie Allgemeinbildung oder allgemeingültig oder in Wittgensteins Terminologie eine Tautologie. Also dieses Wort war früher nur im abwertenden Sinn verwendet worden, gleichbedeutend mit eine nichtssagende Selbstverständlichkeit. Und das wollte Wittgenstein mit seiner Wortwahl auch ausdrücken. Denn seiner Ansicht nach sagt die Logik ja nichts aus. Diese Ansicht von Wittgenstein hat seinerseits Furore gemacht, wird aber heute als genauso selbstverständlich aufgefasst wie die Methode der Wahrheitstafel. Man erinnert sich kaum mehr, dass noch Russell und Frege die Logik als die Lehre von den allgemeinsten Gesetzmäßigkeiten der Welt, unserer Welt oder jeder anderen Welt, aufgefasst haben. So, da es für die Verknüpfung von Endaussagen zwei hoch n mögliche Bewertungen gibt, ist es für größere n praktisch undurchführbar, mittels Wahrheitstafel zu testen, ob die Verknüpfung nun allgemeingültig ist oder nicht. Stattdessen baut man eine mathematische Theorie. Man geht von ein paar allgemeingültigen Verknüpfungen aus, die man als Axiome deklariert und leitet die anderen daraus her. Das funktioniert tatsächlich, wenn die Axiome richtig gewählt wurden. Also bei Russell etwa lauten die Axiome so, P oder P impliziert P. Q impliziert P oder Q. P oder Q impliziert Q oder P. Schließlich Q impliziert R impliziert, dass P oder Q impliziert P oder R. Also Russell postulierte noch ein fünftes Axiom, doch von dem erwies sich, dass es überflüssig war. Es konnte aus diesen vier schon hergeleitet werden. Und ausgehend von diesem Axiom kann man durch zwei sogenannte Schlussregeln dann weitere Aussagen herleiten. Diese Schlussregeln sind erstens der sogenannte Modus ponens. Wenn man also die Aussage phi hergeleitet hat, und auch hergeleitet hat die Aussage Phi impliziert Psi, so lässt sich daraus die Aussage Psi herleiten. Und zweitens die Substitutions- oder Einsetzungsregel. In jeder Aussage darf man einen Bestandteil, wie etwa A, durch einen beliebig anderen, wie etwa A impliziert nicht B, ersetzen. Man muss es nur überall tun.
Man kann nun zeigen, dass man durch dieses Kalkül nur allgemeingültige Aussagen, also nur Tautologien herleitet. Besser noch, dass man so auch alle Tautologien herleiten kann. Wegen der ersten Eigenschaft heißt der Kalkül korrekt. Wegen der zweiten heißt er vollständig. Interpretieren wir nun, also in diesem Kalkül der Aussagenlogik, allgemeingültig als wahr und herleitbar als beweisbar, so sind die wahren und die beweisbaren Aussagen in der Aussagenlogik deckungsgleich. Man beachtet, dass in diesem Kalkül die Wahrheitstafel überhaupt nirgends vorkommt. Bei einer Tautologie mit vielen Aussagen wäre die Wahrheitstafel ja auch kaum Hand zu haben, sobald das N, die Anzahl der Aussagen, größere Werte annimmt. Beim aussagenlogischen Kalkül wird also, und das ist in allen formalen Theorien von Bedeutung, zwischen zwei Ebenen unterschieden. Die eine, das ist die syntaktische Ebene, das ist die rein formale Ebene, das ist das Kalkül, das Zeile und Zeile, Zeichenketten nach wohlbestimmten Regeln herleitet, diesen Schlussregeln. Vor jeder Zeile steht dann das Zeichen ist herleitbar, dieses umgekippte Groß T. Das soll nur heißen, der Syntax ist Genüge getan worden, keine Regel ist gebrochen worden. Und die andere Regel, das ist die semantische Regel. Hier geht es um die Interpretation, um die Bedeutung. Bei der Aussagenlogik etwa geht es darum, ist die hergeleitete Zeile eine Tautologie? Ist sie allgemeingültig? Weil das heißt ja nach Konvention das Wahre in der Aussagenlogik. Wenn das so ist, dann schreibt man vor die Zeile das Zeichen ist wahr. Das ist dieses umgekippte T mit zwei Querstrichen. Von einem Kalkül wird man erwarten, dass er widerspruchsfrei ist. Man kann also nicht eine Aussage herleiten und ihre Negation herleiten. Man kann sich erhoffen, dass der Kalkül negationsvollständig ist. Dass also für jede mögliche Formel gilt, diese Formel, Aussage oder ihre Negation kann hergeleitet werden. Das nennt man auch syntaktisch vollständig. Wir erkennen hier das zweite und dritte logische Grundgesetz des Aristoteles wieder. Das Gesetz vom ausgeschlossenen Widerspruch und das Gesetz vom ausgeschlossenen Dritten. Ja, also diese beiden Eigenschaften eines Kalküls sind hier rein syntaktisch verstanden. Und zwei weitere Aussagen, die beziehen sich auf den Zusammenhang von Kalkül und Wirklichkeit. Oder vorsichtiger gesprochen, weil Wirklichkeit ist ein großes Wort, der Zusammenhang zwischen Kalkül und dem Modell, auf das sich das Kalkül bezieht, also die Interpretation des Kalküls. Man wird erwarten, dass der Kalkül korrekt ist, also dass nur solche Zeilen hergeleitet werden, die wahr sind. Aus hergeleitet folgt ist wahr. Und man kann sich erhoffen, dass der Kalkül vollständig ist, also dass alle wahren Zeilen hergeleitet werden können. Aus ist wahr soll, kann hergeleitet werden, folgen. Diese Eigenschaft heißt auch semantisch vollständig. Jetzt kann man zeigen, die Aussagenlogik ist korrekt, sie ist widerspruchsfrei, sie ist vollständig. Allerdings ist sie nicht negationsvollständig, denn man kann leicht Zeilen hinschreiben, die weder Tautologien sind, noch Kontradiktionen, sondern von der jeweiligen Wahrheit oder Falschheit der Bestandteile abhängen. Nun kommt man, wie schon erwähnt, mit der Aussagenlogik allein in der Mathematik nicht weit. So etwas zum Beispiel wie die Definition eines Grenzwerts. Also zu jedem Epsilon größer als 0 existiert ein Groß N,
sodass aus klein n größer als groß n folgt, dass Betrag a n minus a kleiner ist als Epsilon und so weiter. Das wäre außerhalb der Reichweite der Aussagenlogik. Da braucht es eine viel stärkere Logik. Und ein guter Kandidat da wäre die Prädikatenlogik. Da geht es um ein- und mehrstellige Prädikate. Das sind also jetzt Aussagen über ein oder mehrere Elemente unserer Grundmenge. Also wenn es sich etwa um den Bereich der natürlichen Zahlen handelt, da geht es um Aussagen wie x ist prim, das ist ein einstelliges Prädikat. Oder x ist kleiner als y, ein zweistelliges Prädikat. 3 ist prim, 3 ist kleiner als 5, solche Sachen. Die Prädikatenlogik, die operiert auch mit den Quantoren. Es gibt, beschrieben wie ein umgekipptes großes E, und für alle, beschrieben wie ein umgekipptes großes A. Und wenn man von der Prädikatenlogik erster Stufe spricht, auf Englisch also First Order Logic, dann meint man damit, dass die Quantoren zwar auf Elemente angewandt werden können, also etwa auf alle Zahlen oder so, aber nicht auf Teilmengen, somit nicht auf Funktionen oder auf Prädikate. Grob gesagt kann man sagen, für alle x gilt f von x, wenn f irgendeine Funktion ist, aber nicht für alle f gilt f von x. Und hier zeigte erstmals Kurt Gödel auf. Er bewies in seiner Dissertation, dass auch die Prädikatenlogik erster Stufe korrekt, widerspruchsfrei und vollständig, also semantisch vollständig ist. Alle allgemeingültigen Aussagen folgen aus den üblichen Axiomen für diese Prädikatenlogik erster Stufe. Also dieser Vollständigkeitssatz von Gödel, der wurde allgemein als Hinweis gedeutet, dass Hilberts Programm auf bestem Weg war. Doch im nächsten Jahr schon zeigte Gödel, jetzt also frisch gebackener Doktor der Philosophie, dass dem keineswegs so war.